we don't know, put out the most. And that's the mind, we'll leave no ghost. Dass zwei Wuppertaler Acts praktisch nominiert sind, ist ja für mich irgendwie auch schon bezeichnend, weil das sagt ja viel darüber aus, was hier so passiert. Ja, es zeigt doch, dass Wuppertal echt eine coole Fritte ist, ne? Jan Röttger und Timo Xanke traten mit ihren Bands beim diesjährigen New Music Award gegen 6 weitere Musiker und Bands aus ganz Nordrhein-Westfalen an. Bei diesem wichtigen Preis für Nachwuchsmusiker dabei zu sein und in die Fußstapfen von Kraftklub treten zu können, ist für die zwei Wuppertaler eine große Chance. Also die einzige Perspektive, die ich immer in so Sachen direkt sehe, ist halt neue Leute mitnehmen, den Leuten irgendwie zu zeigen, was wir machen, dass wir auf uns aufmerksam machen und dass wir halt den Leuten, die auf die Konzerte gehen, dann irgendwas mitgeben können. Auch. Teilweise kann man Bands gar nicht vergleichen. Beim New Music Award ist es auch so, dass die Bands ja alle total unterschiedliche Musik machen. Ich habe Respekt vor allen Leuten, die da mitmachen, weil die machen das auf ihre Weise einfach cool. Oh my God, you should have known. The day will come on which we are full grown. The waves will tear us all apart. Konkurrenz sehe ich eigentlich gar nicht so. Also ich finde, das ist viel wichtiger, wenn man so als Bands zusammenarbeitet und Gigs gemeinsam plant. Gerade in Wuppertal merkt man gar nicht so eine Art Wettbewerb. Und das finde ich das Schöne, weil das eher so Hand in Hand geht und jeder kennt sich und jeder unterstützt sich. Jan ist auf jeden Fall auch jemand, den ich selber schon jahrelang total gut finde, was die Musik angeht. Persönlich natürlich auch. Ich mag den Timo, ich mag die Band, ich mag die Leute, wir kennen uns auch. Wir haben uns schon öfters in irgendwelchen Bars gesehen. Ich war meistens besoffen, nein, man scherzt. Ja, oder eher, keine Ahnung. Said I'm going to die like Marilyn Monroe. The world recognizes I'm like. Ich meine, früher war das so mit Uncle Ho und Heyday und diese ganzen Bands, DNL. Das waren ja tierisch coole Bands und ich sehe gerade auch sowas wieder herankommen. If the world recognizes I'm like. Deswegen feiere ich das auch übelst. Ich finde es ein bisschen schade, dass man als Wuppertaler Musiker im Moment noch nicht so rauskommt. Also ich habe das Gefühl, die Wuppertaler sind sehr für sich und es gibt wahnsinnig viele Lokalhelden, aber ich finde, die Musik hat es eigentlich verdient, dass sie mal rauskommt. Wuppertal hat mir viele Chancen gegeben, vor allem auf die Musik bezogen, weil es einfach hier viele, viele Orte gibt, an denen man seine Musik zeigen kann, an denen man mit Leuten darüber sprechen kann, neue Kontakte finden kann. Das Ding ist, es ist immer schwierig, man muss an die Leute selber rantreten. Und das müssen viele Leute, glaube ich, begreifen. Jan konnte sich beim New Music Award gegen seine Mitbewerber durchsetzen und zieht nun ins Finale ein. Am 6. September wird er sich in Berlin gegen 8 weitere Bands beweisen müssen. Doch auch wenn es für Timo in diesem Jahr bereits vorbei ist, so hat er sein Ziel klar vor Augen. Ein Wunsch von mir ist auf jeden Fall, von Musik leben zu können. Also das jeden Tag zu machen, jeden Tag aufstehen und denken, das ist geil, was ich mache. Norma Jean. Yeah.